Schönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe heute ein wirklich außergewöhnliches Telefon für euch. Es ist das Hotwave W10. Ihr habt wirklich keine Ahnung. Noch nicht, denn wir reden heute drüber. Ich habe es natürlich komplett durchgetestet und es ist wirklich krass. Denn in den einen Bereich ist Hotwave mit den W10 wirklich vor allen anderen, obwohl das Gerät 179 Euro kostet direkt beim Hersteller und 190 Euro bei Amazon. Und ich komme auch mal direkt zum Punkt, was das Hotwave W10 hier so außergewöhnlich macht. Der Akku misst einfach mal 15.000 mAh und das ist insane. Das ist dann auch die Stärke von dem Smartphone. Es ist natürlich ein Outdoor-Smartphone, weil der Akku ja irgendwo hin muss und das sieht dann in normalen Telefonen komisch aus. Deshalb ist das W10 natürlich nach IP69K staub- und wassergeschützt. Das entspricht auch wieder dem Militärstandard 810G, da aber der Hersteller das selbst überprüft, ob das eingehalten wird oder nicht, erwähne ich das in der Regel nicht mehr, aber falls ihr das halt dann in der Beschreibung so findet. Der SoC ist der A22, den kennen wir, ein Einsteiger SoC von MediaTek, der aber schon so jüngeren Datums ist, ne? Unterstützt von 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festspeicher. Der Festspeicher lässt sich wie immer per MicroSD-Karte erweitern. Das Display ist 6,53 Zoll groß. Warum? Nun, weil sie gesagt haben, 6,52 Zoll, das wäre einfach zu klein und 6,54 Zoll, das wäre zu groß, deshalb die 6,53 Zoll mit einer Auflösung von 1600x720, also HD+, ist natürlich ein IPS-Banner. Wird geschützt von Corning Gorilla Glas im Übrigen, das ist auch eher selten, allerdings unbekannter Klasse. Zum zusätzlichen Schutz trägt selbstverständlich die Sturzsicherheit bei, bis 1,5 Meter soll man das Gerät auf den Boden kanten können, ohne dass was passiert. Super robust. Inspiriert von den Reifen des Autos hat Hotwave die robuste Karosserie des W10 entworfen, um wirklich allen Herausforderungen gerecht zu werden. Egal wer das übersetzt hat, er hat nicht viel Geld bekommen. Super Power LED Taschenlampe. Okay. Wir haben eine 13 Megapixel Hauptkamera, wir haben irgendeine Frontkamera. Ist schwierig, da jetzt zur Information zu finden. Ja, da steht nur 13 Megapixel Dualkamera. Ah, Reverse Charging wird unterstützt. Das heißt, wir können auch mit dem Gerät andere Geräte aufladen. Das macht besonders viel Sinn. Bei 15.000 mAh, selbst für eine Powerbank, wäre das echt vernünftig. Und das ist ein Telefon. Über Konnektivitäten finde ich leider nicht so viel. Die haben kein vernünftiges Datenblatt veröffentlicht. Wir haben Dual Wi-Fi, das weiß ich. Bluetooth dann wahrscheinlich in der Version 5 und natürlich LTE inklusive Band 20. Die Geräte sind natürlich immer für den deutschen Markt auch direkt so konzipiert. Das heißt, wir haben den Play Store, wir haben die deutsche Systemsprache und wie erwähnt LTE inklusive Band 20. Wollen wir es uns mal anschauen? Ja, der Karton ist eigentlich recht zurückhaltend und gar nicht beschriftet, finde ich auch schön. Ja, natürlich verkantet der Karton sich. Wow. So, tappen hier das Telefon. Ja, das habe ich jetzt ganz besonders langsam gemacht, Freunde, dass ihr hier im Profil sehen könnt, wie breit das Teil hier eigentlich ist. Ist ein Monster. Ist ein Backstein mit Display. Irgendwo muss es ja hin, ne, diese Akkukapazität. Aber daran erkennt man auch schon so ein bisschen, ob sie nicht eventuell gemogelt haben. Also, wenn das Gerät jetzt super schlank wäre, dann könnte das mit der Kapazität, jedenfalls bei der jetzigen Akkutechnologie, könnte das nicht hinkommen. Aber doch, ja, also, wow, einfach nur wow. Es hat ein massives Eigengewicht, Freunde. Und ja, ein Ladegerät ist dabei, da steht auch was über die Ladeleistung, nämlich 18 Watt. Das ist okay in dem Preisbereich, für die Akkukapazität, Freunde, ist es allerdings zu wenig. Das kann ich jetzt hier schon mal spoilern. Wir haben USB-C-Kabel und ach, wie aufmerksam, wir haben einen Adapter von USB-C auf USB-A, eben wegen der Möglichkeit, andere Geräte aufladen zu können. SIM-Nadel ist dabei, eine Gebrauchsanweisung, also alles, was wir brauchen. Ein Case ist nicht dabei, warum? Weil es total sinnlos wäre. Wir haben hier nochmal extra geschützte Ecken. Ich meine, wir haben hier einen massiven Akku und das auch noch in einem wasserdichten Gehäuse, das ja auch noch schockresistent ist. Das ist schon viel Material, Freunde, wirklich sehr, sehr viel Material. Deshalb auch das verhältnismäßig schwache Datenblatt, weil wir haben hier wirklich viel, viel Material. Ein normales Telefon in der Größe hätte eigentlich nur halb so viel Material in Anspruch genommen. Das sind zwei Telefone übereinander. Das sind ja zwei Kameras. Wofür die zweite ist, weiß ich nicht. Das hier ist einfach nur blind. Hier ist noch der LED-Flash. Ja, Fingerabdruckscanner ist im Übrigen auch dabei. Das ist eine richtig schöne Metallapplikation hier auf der Rückseite, die auf das Gehäuse geschraubt wurde. Die Tasten sind ein bisschen schräg, ne? Und verschieden schraffiert. Die Lautstärke-Wippe sowie der Power-On-Taster. Ja, keine zusätzliche Taste, ist ein bisschen ungewöhnlich. Hier haben wir den SIM-Schlitten. Die SIM-Nadel hat noch so einen kleinen Haken. Jetzt kann ich den SIM-Schlitten hier rausziehen. Da haben die echt mega mitgedacht. Finde ich super. Und es ist leider ein Kombo-Schacht. Also müssen wir uns entscheiden zwischen Dual-SIM-Funktionalität oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte zur Speichererweiterung, die wir hier auf jeden Fall brauchen. 32 GB sind ziemlich schnell voll. Wir haben unten noch eine Öse und da können wir noch eine Handschlaufe zum Beispiel durchziehen. Hier ist der USB-C-Anschluss richtig schön unter einer Gummikappe. Das ist das Gerät hier eben auch wasserdicht ist, nicht wahr? So, Display-Body-Verhältnis, ich muss sagen, dafür, dass das Gerät so massiv ist, ist das Display-Body-Verhältnis eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Es ist ein HD Plus IPS-Panel, das ist halt so Standard. Wir kommen auf 474 Lux maximal und das ist ein richtig guter Wert in dem Preisbereich und für ein Outdoor-Smartphone, denn Outdoor-Smartphones
werden häufig outdoor eingesetzt, also im Freien, ja, wenn dann die Sonne scheint, weil wir noch was ablesen können. Und das geht hier auch mit adaptiver Helligkeit, wie ihr seht, weil das auch supportet. Aber hier ist natürlich auch mehr als genug Platz im Rahmen, dass ihr da noch einen entsprechenden Lichtsensor unterbekommt, der das Umgebungslicht misst und automatisch die Display-Helligkeit einstellt. Das System basiert hier im Übrigen auf Android 12, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Es ist natürlich Stock. Leider haben sie den App-Drawer rausgenommen, um behaupten zu können, wir haben das System mega individualisiert, hat uns Jahre der Entwicklung gekostet. Bedeutet im Endeffekt aber auch, dass es eben hier Stock ist. Also pures Android und dass jetzt groß rumgefuscht wurde. Android 12 mit Sicherheitsstand vom 5. Juni 2022. Inwiefern das System gepflegt wird mit Updates, kann ich wie immer an der Stelle nicht sagen. In der Regel in dem Preisbereich ein Jahr. Was es wie immer gibt, das ist ein Werkzeugkasten. Ich weiß gar nicht genau, wo der ist. Haben wir eigentlich bei jedem Outdoor-Smartphone. Auch Notes ist ja auch schon dabei. Das ist unser Werkzeugkasten. Nur bei Nutzung der App. Und da haben wir hier ein Winkelmesser und eine Lupe, der läuft über den digitalen Zoom der Kamera an. Kompass ist dabei, Warnung, Bild aufhängen, Pick hängen, finde ich auch schön. Kindermodus gibt es, als ob ein Kind in der Lage wäre, das Telefon hochzuheben, das halte ich für ein Gerücht. Stimmt, da seid ihr ja auch heiß drauf, das jetzt noch in Erfahrung zu bringen. Ja, was wiegt denn der Klopper hier eigentlich, der Backstein, die Tiefkühltruhe ohne Tiefkühlfunktion? Ja, beinahe ein halbes Kilo, 450 Gramm ist nicht das schwerste Telefon, was ich bisher euch vorgestellt habe. Aber es ist schwer. Ich will euch eigentlich auch gar nicht so groß auf die Folter spannen, weil ich ja weiß, ihr seid ja auf die Laufzeit jetzt scharf. Und da muss ich euch zumindest ein bisschen enttäuschen. Ein kleines bisschen, weil der Test abgeschmiert ist. Das ist schade. Und ich habe nicht nochmal wiederholen wollen, Freunde, weil A, der Test dauert ewig. Liegt an der Akkukapazität. B, das Aufladen. Das dauert dann auch ewig. Also leider ist der, ja, halt nicht durchgelaufen, der Test von PCMark. Also wir reden von dem PCMark Battery Life Test. Da läuft der PCMark Benchmark halt in Endlosschleife, bis der Akku runter ist. Bei 100 Lux fest eingestellt ist bei Helligkeiten 50% maximaler Lautstärke. Aber schaut mal, was hier steht. Ja, ich habe den Benchmark sonst nicht verwendet. Das dürfte klar sein, sonst wäre der Test ja jetzt verfälscht. Ich habe noch 20% Akkukapazität übrig. Und der Benchmark lief einfach mal einen Tag, 18 Stunden und 25 Minuten. Die 25 Minuten, die können wir rausnehmen für die Installation bzw. Einrichtung von Benchmark und dafür, dass ich ihn halt einmal durchlaufen lassen habe. Sind wir großzügig. Wir können großzügig wegnehmen, die 25. Da bleiben wir noch einen Tag und 18 Stunden übrig. Und ich hatte immer noch 20% Akku. Freunde, es ist einfach unfassbar, die Laufzeit. Was kommt denn hier raus? 40 Stunden. Ich meine, was soll ich sagen? Das Gerät wiegt ein halbes Kilo. Ich war unterwegs, ich habe Fotos gemacht, Freunde, dann habe ich das natürlich dann auch in der Hosentasche transportiert. Ich will das ja alles so ein bisschen austesten. Wie ist auch so die Handhabbarkeit im Alltag? Und es zieht euch nicht die Hose aus, Freunde. Es kommt natürlich drauf an, was für einen hochwertigen Gürtel ihr euer eigen nennt, aber man spürt es eben, nicht wahr? Es ist halt was ganz anderes, wenn man halt so ein Ding hier dabei hat. Ne? Es wiegt vielleicht 200 Gramm. Das heißt, ihr habt praktisch zwei Telefone gleichzeitig am Start. Lädt auf. Ihr könnt, wie gesagt, auch den Adapter dann benutzen. Da könnt ihr dann auch das beigelegte Kabel verwenden. Ich habe jetzt hier ein USB-C auf USB-C-Kabel, hat auch erkannt, er lädt auch. Keine Ahnung, mit welcher Geschwindigkeit. Ich denke mal, was bei 10 Watt oder so. Also super schnell wird es nicht sein. Aber ich kann meinen Samsung Galaxy Note 20 Ultra hier locker zweimal durchladen. Und da habe ich hier immer noch einen Tag Sprit, Freunde. Es ist, wie gesagt, einfach mal total krass. Aber es ist kein Wunder. Da sage ich euch auch so, wie es ist. Der Akku ist halt so groß. Also hält er natürlich auch entsprechend lange durch. Normale Telefone, Freunde, wenn die heute richtig guten Akku haben, da sind wir bei 5000 mAh. Ich will immer in den App-Drawer. Ja, der hat aber keinen. Also das Ding liefert hier den dreifachen Wert und haben wir natürlich auch entsprechend die Laufzeit. Und darüber hinaus ist die Technik spritsparend. Wir haben den A22, wir haben ein HD-Plus-Panel, Freunde. HD-Plus, danach kommt noch Full-HD-Plus und danach kommt noch 1440p. Ja, und wir sind hier bei HD-Plus. Darf man natürlich alles nicht vergessen. Stromsparende Hardware gleichzeitig, aber einen massiven Akku. Und das sehen wir hier auch nochmal, der A22 wieder performt. Hier lief leider nur der 3D Lite. Hier steht es ja plus 2% Akku. So gut ist das Gerät dann doch nicht, hing derweile natürlich am Netz, deshalb plus 2. Temperaturerhöhung von 1,7 Grad, ja, von 34, also es war schon warm gewesen, ne? Meine Hütte hat gebrannt. Also auch hier im Keller wird es irgendwann warm, ja, es ist ja gerade extrem draußen. Wie dem auch sei, 75.000 ist natürlich sehr schwach, ja, GPU-Wert 0, aber selbst mit würden wir, keine Ahnung, vielleicht auf 90.000 kommen. Also A22, eben die Einstiegsklasse von MediaTek reicht natürlich hier, dass Android 12 vernünftig läuft. Ich wollte den Akku-Drop trotzdem nochmal testen. Erstmal, wir jetzt hier eine Temperaturerhöhung von 27 auf 29, also vorher war die Ausgangstemperatur wahrscheinlich schon relativ hoch gewesen. 2 Grad ist super solide in der A22 halt. Hier hing er nicht am Netz, ne? Akku-Drop, einfach mal 0%, Freunde.
0%. Das habe ich noch nie gehabt. Hat den Akku überhaupt nicht gekratzt, dass hier im Benchmark durchläuft. Single Core 165, Multicore 558 hier im Geekbench 5. Auch absoluter Einstiegswert. Hier 4691 im PC Mark. Ebenfalls absoluter Einstiegswert, Freunde. Und auch die Lese- und Schreibwerte 130 im Lesen. 40 gerade mal im Schreiben. Ja, das ist auch nicht gerade der Knaller. Also was die Performance von dem gesamten Gerät angeht, merken wir, dass es hier auf jeden Fall nicht die Stärke, weil das alles Einstiegswerte sind. Reicht hier, dass Android 12 flüssig läuft, Freunde? Ihr könnt WhatsApp, ihr könnt Social Media verwenden, ihr könnt das GPS, das soll ja auch sehr zuverlässig sein, das habe ich nicht getestet, aber zumindest wird das mal speziell vom Hersteller beworben. WLAN etc., ne, das kratzt den Akku natürlich nicht und das ist mit der Performance hier auch vereinbar. Wir haben die 4 GB Arbeitsspeicher immerhin und nicht irgendwie 2 oder solche Spielereien, wo man echt sagt, nee, es ist ein Flaschenhals. Also Multitasking ja auch nicht das Drama, aber eben Games oder so oder jetzt Bearbeitung von Videos, darauf sollte man natürlich verzichten, weil dafür einfach keine Leistungsreserven vorhanden sind. Aber ich hätte jetzt hier kein Problem, das System irgendwie zu bedienen. Das habe ich versehentlich die Kamera gestartet. Ihr seht, das geht alles in einer vernünftigen Geschwindigkeit. Absolutes Standardprogramm, die Kamera hier wirklich. Es wird kein Bild angezeigt, weil das Gerät einfach auf der Kamera liegt. Ich blende euch mal Bilder der Kamera ein. Und obwohl es ein Outdoor-Gerät ist mit einem extremen Fokus hier auf die Laufzeit, ich muss sagen, ich finde die Kamera gut. Der Weißabgleich, den würd ich mir ein bisschen zuverlässiger wünschen. Der hat die Farben nicht immer so realistisch abgebildet. Aber insgesamt muss ich sagen, vernünftige Schärfe, womit ich so erstmal nicht gerechnet hätte. Das ist ein Standard 13-Megapixel-Kamera, wie man sie eigentlich so kennt. Aber gerade im Nahbereich, Freunde, kriegt man ja wirklich eine gute sichtbare Schärfe raus. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben keine speziellen Modi oder irgendwas, einfach aus der Hüfte, ne, mit der Automatik, könnt ihr ja ganz vernünftige Bilder machen. Würde ich jetzt nicht gerade die teuersten Erinnerungen festhalten, Freunde, also wie man das erste Mal seine Freundin verlassen hat oder so. Der Dynamikumfang ist in dem Preisbereich tatsächlich auch okay. Ich habe sogar einmal in die Sonne fotografiert und selbst damit kam die Kamera klar. Es ist kurz gesagt, man konnte immer noch Strukturen im Himmel und aber auch darunterliegend halt erkennen. Der Autofokus ist soweit recht zuverlässig. Ja, in dem Preisbereich und dafür, dass der Fokus ja sicherlich nicht auf der Kamera liegt, ist die Kamera eigentlich ganz gut. Videoqualität ist freudig. Brauchen wir nicht zu diskutieren, ihr seht es ja gerade. Da kann man es also nicht mal noch schön reden, nicht wahr? Also Pixel-Massaker vom Herrn ist natürlich nicht stabilisiert. Und ja, im Nahbereich ein bisschen Videos machen oder so, klar. Aber gerade eben, wenn man Objekte weiter weg, wir haben ja auch gar keinen optischen Zoom, das haben wir in dem Preisbereich eh nicht. Ja, und dann eben noch eine Kombination, dass es nicht stabilisiert ist. Also 1080p bei 30 FPS haben wir ja maximal, aber es sieht einfach nicht gut aus. Frontkamera ist genau das Gleiche, weil wir hier nur mit 720p filmen können. Die Fotos sind in Ordnung. Video, naja, 720 ist natürlich grenzwertig, würde man auf dem Smartphone so nicht sehen, aber sobald man ein größeres Display hat, ist das natürlich ganz schrecklich. Also Fotoqualität ist auf jeden Fall vertretbar, die Videoqualität, ja. SC9863A war. Ja, der 9863 ist ja auch ein Klassiker. Der wird so häufig schon in den China LTE-Tablets verbaut. So, da haben wir uns jetzt auch nochmal den Lautsprecher reingezogen. Das Mono befindet sich auf der Rückseite und klingt ziemlich räudig, vor allem wenn wir Musik wiedergeben wollen. Sprache geht klar, also könnt ihr euch YouTube-Videos reinziehen von irgendeinem coolen Dude, der Moschus heißt. Hab ich irgendwie mal gehört, euch mal empfehlen lassen. Von anderen Dude, der auch Moschus heißt, aber ist bloß Zufall. Ja, also absolut kein Genuss, soll ich sagen. Display tippt sich ganz gut, also der Digitizer macht einen guten Job. Ja, der Vibrationsmotor, ich sag mal, man spürt ihn, der ist ja so tief vergraben hier im Gehäuse, hat da Schwierigkeiten durchzukommen. Ach ja, ich hab's nochmal durchlaufen lassen, 81.000 hier im zweiten, weil ich das Ergebnis ein bisschen niedrig fand für ein A22 und sieh da, im zweiten Durchlauf lief wahrscheinlich wieder am Hintergrund, keine Ahnung, hatte ich den 81.000 ohne den 3D-Test. Machen wir mal einen Multitouch-Test und mal schauen. Ohne Probleme 10 Punkte, sehr gut. Und machen wir mal noch einen LCD-Test und schauen uns mal noch das Display an, wegen Lichthöfen. Und hatte ich ja zuletzt auch was gehabt, ne, mit dem Tablet, was ich euch gerade gezeigt hatte. Das hat ja ein ziemliches Problem mit Lichthöfe, aber nö, hier das W10 ist ganz gut ausgeleuchtet. Farbwiedergabe ist eigentlich auch ganz vernünftig. Also das Display kann man mitnehmen, ja, kann man mitnehmen, Freunde. Schön. Wollen wir das jetzt noch durchlaufen lassen? Ich bin gerade ein bisschen ungeduldig, weil ich muss genauso wie ihr halt warten, bis dieser blöde Test irgendwann fertig ist. Hier ist eine Display-Schutzfolie schon drauf, können wir noch darüber reden. Ganz gut aufgetragen, Freunde. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr die Transportschutzfolie runterzieht, also die Display-Schutzfolie nicht mit runterzieht. Aber es ist ein Autotelefon. Corning Gorilla Glas, da kann man die eigentlich auch abnehmen. LCD-Test abgeschlossen. Ja, yeah, yeah. Das ist ein Knochen, oder? Das ist echt unfassbar. Soll ich mal mein Profil zeigen? Da fühlt man sich als ganzer Mann. Ne, da kommen die so mit ihren filigranen iPhones daher. Wenn die runterfliegen, dann war's das. Es gibt ja mehrere TikTok-Videos, wo jemand versucht, mit seinem iPhone eine Bierflasche zu öffnen. Die Bierflasche gewinnt immer, so viel kann ich spoilern. Aber hier, das Telefon gewinnt sogar gegen Beton, falls man es mal versehentlich auf den Boden fallen lässt. Also, ja, also wenn man auf dem Parkhaus steht, dann kann das schon mal, also, da kann das böse enden.
für alle darunterliegenden Autos, ne, das geht ja dann direkt durch, also bis zum Kellergeschoss. Aber ist auch egal. Was soll ich denn sagen über das Telefon? Es ist wie immer ein spezielles Telefon. Allein schon, weil es ein Outdoor-Smartphone ist, spricht es halt nur die Leute an, die entweder zu ungeschickt sind oder die jetzt öfter in Outdoor unterwegs sind. Das ist schon mal Punkt 1. Aber ja, Punkt 3 eigentlich. Die massive Laufzeit. Jemand, der jeden Tag sein Telefon lädt, zum Beispiel über Nacht, das ist ein totaler Schwachsinn, Freunde. Was denn, der geht ja mit 95% Restakku ins Bett. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Durch die ständige Laderei vermurkst man sich den Akku vielleicht auch noch. Nee, das ist natürlich für alle diejenigen, die sagen, ich habe keinen Bock oder keine Möglichkeiten, ständig mein Telefon zu laden. Und damit kommt ihr, das war jetzt ja ein Test gewesen, wo das Ding ja wirklich durchläuft. Über 2 Tage fast. Das macht ja keiner in der Regel. Also ich natürlich, aber ich bin ein bisschen komisch. Die meisten benutzen das Telefon über den Tag verteilt ja nur temporär. Es ist schwer, das hochzurechnen, aber durchschnittliche Nutzung würde ich sagen, 4 Tage, Freunde, sind drin. 4 Tage sind drin. Oder halt, ihr nutzt das Gerät als Powerbank noch für andere Geräte und ladet die dann halt alle mehrfach voll. Das verkürzt natürlich die Laufzeit von dem W10, aber verlängert die Laufzeit von euren übrigen Geräten oder von den Geräten anderer. Ne? Die betteln euch dann an, hey, du hast doch da so ein Telefon, so Backstein, so Energiespeicher über den Winter. Ja, macht das Ding voll, ne? Also vielleicht kann man damit das Energieproblem Deutschlands, ist auch egal. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, sowie eine Möglichkeit, mich zu unterstützen über Patreon, über PayPal, über die Kanalmitgliedschaft, wo war ich gerade gewesen, und super thanks. Wow, es ist zu viel. Wenn ich noch mehr mache, dann enden die Videos ja nie. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.